Boah, ey, das habe ich heute angefangen zu gucken. Ich guck so und Justin ruft währenddessen an. Und dann habe ich irgendwie nicht mehr geschafft. Das ist eine sehr gute Idee. Das wollte ich privat mir auch an. Damit können wir erstmal anfangen. Wir gehen mal rein in das erste Video. Teurer, wie ist das Gefühl, mit so einer teuren Uhr rumzulaufen? Er hätte eher fragen sollen, wie ist das Gefühl, mit einer gefälschten Uhr rumzulaufen? Oh. Sehr starke Anschuldigung. Ist da jemand mit einer Fake-Uhr unterwegs? Ist da jemand mit einer Fake-Uhr unterwegs? Ja, also man passt schon drauf auf. Also ich passe. Ich weiß nicht, ob er es weiß oder ob er halt wirklich einfach nur verarscht wurde. Jetzt bin ich gespannt, was für eine Uhr das ist. Heute, an einem Ah, wundervollen gut. Freitag, starten wir mal mit einem alten Bekannten ins Wochenende. 17-Jähriger mit 31.000, was? Äpfel, Birnen? Rolex? 31.000 Euro Auf Lehrer Rolex. angelehnt. In Das welche wird dann. WhatsApp-Gruppe man dafür kommen muss, um als Ja, 17-Jähriger ich seinen weiß, die Lebensunterhalt Soße, die ich hier habe, bekommen ist sehr teuer, zu aber ich wollte sie unbedingt heute. haben. Let's go. Pullover von Palm Angels. Ja. Was bezahlt man für den? Eine Rolex, genau. Kriegst du noch? Oh. Oh, mein Freund, das sieht mir nach einer Fake-Uhr aus. Uiuiui. Also es soll eine Datejust sein, aber die Lünette ist ein bisschen zu komisch von den Proportionen. Auch die Bandanstöße sind zu dick, Krone zu klein. Das ist eine Fake-Uhr. Kommen wir zum Schmuckstück, deine Uhr. Ja, die ist von meinem Vater. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Marvin, willkommen zu einem neuen Video von mir heute. Ach, ich hab's vermisst. Ja, ihr doch auch. Ich habe mir letztens im Stream seinen Shopping-Vlog angeguckt und das haben sehr viele Leute gefeiert. Da habe ich gedacht, kann man das auf YouTube dann natürlich Ich glaube, auch die hatten nochmal mal bringen. Stress, auf ne? meinem Kanal. Heute, ihr wisst Bescheid, wie viel es dann auf wird am Start. Ist natürlich nicht ganz so frisch, das Video. Ist am 31.05. hochgeladen Ah, worden, okay. sogar via Premiere. Wir sind in der Hamburger Innenstadt am Start und heute haben wir sehr geiles Wetter. Das erkennst du so schnell. Ja, Starkus, ich sag dir, wie es ist. So, wenn man einmal. Man kennt, die Fakes in der Preisklasse, diese günstigen, die sehen alle gleich aus. Das heißt, coole Sommeroutfits sind. Okay, stimmt. Machen eigentlich gewohnt bei Schnee und Regen draußen, bei Sturm. Heute hat er mal Auch Glück. am Start wirft, habe ich das jetzt eigentlich gesagt. Was Schnelle kostet Welle eine auf mein Fake-Uhr? Outfit ein, 150 Leute. Euro Ich bis trage 300 hier Euro. zum ersten Mal In so einer in einem schlechteren Qualität. Video ein Nike Dunk und zwar den Nike Dunk in der Collab. Ja doch, der ist cool, hat er auch gut kombiniert. Barbo mit Boah, Alter, was Off-White. sind das? Feier ich. Ich Krasse glaube, da heißt Schnürsenkel. University irgendwas, bin mir gerade nicht genau sicher. Der liegt so bei 350, 400 Euro. Das ist auch nicht so einfach zu kombinieren. Ja, sein Outfit auf jeden Fall mit diesen Schuhen und hier orange und so, richtig Aber nice. ich hatte heute die richtigen Pieces am Start. Aber der Mahan. Der neue Kombinationsboss, für den ist es gar kein Problem. Dann trage ich hier eine helle Zara-Jeans. Kannst du bitte Und, deine Meinung ja, das zur war mal Nike Curt Vision in meine Schwarz-Weiß? Alter, ich weiß, Lieblingsjeans was heute, das habe ich sie ist. mal Das ist ein rausgepackt, Schuhpullover weil sie oder einfach, ist finde ich, zum Outfit perfekt passt. Und ich trage hier mein Moncler X Off-White. Das habt ihr wahrscheinlich lange nicht mehr gesehen. Das habe ich Moncler früher mit immer oft Off-White? an. Wow. Ja, ich finde, das passt gut. Ashley, du hast ein sommerliches Outfit an. Hau mal raus, was ist denn dein Outfit wert? Oh, was es wert ist, Fangen weiß wir ich. Bei den Schuhen an. Fangen wir bei den Schuhen an. 400. 400? Ja. Okay. Alexander McQueens, ja. Alexander McQueen. Der ein oder andere nennt den Schuh ein Chuck auf Testo. Was? Also, das habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber wenn der eine oder Ja, andere vielleicht das sagt man nennt, das so in Hamburg, ne? Chuck auf Vielleicht sagt man Testo. das. Geht. Mach bitte Pause, wenn du redest, damit man dich besser hört. Oder ich könnte auch einfach das Video Was soll ich laufen spielen? lassen und einfach rumschreien. Ey, jetzt fängt der Mahan auch schon an wie der Leon. Immer so dieses, ich stelle jetzt zu jedem Piece noch irgendeine Frage, damit wir hier auf 10 Minuten kommen. So nicht, ich habe das alles durchschaut. Wie findest du den Schuh? Ja, ich habe mir den gekauft, aber ich finde den eigentlich kacke. Cream, aber der ist in Ordnung. Der ist in Der ist in Ordnung, Ordnung. okay. Warum hast du den gekauft? Ich habe den gekauft, weil die gut zu allem passen, also zu allen Outfits. Das stimmt natürlich. Okay. Das kommt gut rüber. Deine Hose sieht aus, als hättest du die so selbst gemacht. Die Hose ist von Topshop Okay. und ich habe die heute selber geschnitten. Leon hätte jetzt gefragt, ob die Hose dann auch schon blickdicht ist. Weil die mir zu kurz waren. Ah, okay. Dein Pullover von Palm Angels. Ja. Der hängengebliebene Boss, Oh, ich ja. glaube 420. Das bin ich häufiger. 420. 420 ja. so um den Dreh, okay. Sieht auf jeden Fall cool aus. Du kannst dich mal kurz umdrehen. Den Oh! Vor dem Rolex-Store. Aha! Aufdruck zeigen. Deine Tasche. Ja, Ja, das neue ist die Cam. Ja, von neue Cam. Valentino. Habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen. Okay. Nett. Nett von der Valentino. Freundin. Ist es Valentino Garavani oder ist es das Valentino, was Karstadt Keine verkauft? Ahnung. Uff, Mann, hart am Schießen.
Ist es Valentino Garavani oder das, was Karstadt verkauft? Ich hab die einfach geschenkt bekommen. Achso, okay. Was bezahlen wir für die? Weißt du was? Was Karstadt? Hä? Was denn? Also haben die Valentino bei Karstadt? Ich hab nicht geguckt. Ich hab gar nicht. Wie gesagt, sie hat's geschenkt bekommen. Schau mal nach. Deine Kette. Achso, das ist so eine Kette, die ich von meinem Papa bekommen habe. Und ja. Okay, ich danke dir. Das war's. Was geht ab, Bro? Wie heißt's? Gut, dass wir das nicht im Stream schauen, da hätten schon wieder alle Leute sie zugemüllt. Ich bin Oha, der Harry-Gürtel ist am Start. Fabio, der sieht mir schon wirklich eher nach WhatsApp-Gruppe aus. Ja. Du hast ein sehr seriöses Outfit an, ein elegantes Outfit. Ja, heute ein bisschen gemischt, sportlich elegant. Genau. Mhm. Einfach mal sportlich elegant. Digga, ich hab dein Outfit gesehen, hat mir auf jeden Fall gefallen. Also wirklich komplett no front. Das könnte einer von diesen Anhängern von Karl S. sein, die mit dem zusammen rumlaufen hier beim Dings-Shopping. Das also vom Teil her. Ja gut, also das sieht ja schon besser aus in weißen Hemden, ne? No front an dieser Stelle, aber... Mich würde auf jeden Fall interessieren, was du dafür bezahlt hast. Und ich würde mal sagen, wie stehen bei deinen Schuhen? Die Schuhe sind von Christian Louboutin. Oh Gott, diese Schuhe, ne? Ey, diese Schuhe, ey. 695 ungefähr, ja. 695 Euro kostet der Schuh. Also passt jetzt auf jeden Fall zum Outfit, aber diese, also ohne Spikes hätte ich noch gesagt, ja, okay. So. Ja, diese Spikes, ey, die hauen es wirklich raus, ey. Die sind. Zum Hemd und Anzugshose. Boah, man müsste mal Justin so in Philipp Plein und diesen Dings rein, ey, das wäre so lustig. So, aber diese Spikes, das gibt mir immer so diese Spikes für mehr Grip, Daniel, genau. Das ist auf jeden Fall schick, ist ein grauer Louboutin. Spikes sind, ja, so Chrom-Optik. Genau. Finde ich auch. Wann kommt wieder ein Stream mit Victoria Scalinator? Am Sonntag. Auf jeden Fall passt zum gesamten Outfit auf jeden Fall. Zu der Hose, Tara-Hose. Tara macht gute Sachen, ne? Wird also Anzugshose ist immer für junge Leute geschnitten. Passt. Genau. Was hast du für die bezahlt? So 30 Euro wahrscheinlich. Ja, ne? Doch 30, 40 Euro. 30, 40 Euro, okay. So dort. Kommt heute noch CS? Ich weiß nicht. Vielleicht, ich weiß noch nicht. Kriegst einen Gürtel von Hermes. Uff, Hermes-Gürtel nicht die allergünstigsten, sag ich mal. So Hermes-Gürtel. Diese MS-Gürtel, ich feiere ich am wenigsten, wirklich. Ich hab noch nie einen besessen, mag ich überhaupt nicht. Das sind auf jeden Fall speziellere Gürtel als bei Louis oder ja, Gucci. Auf jeden Fall, also es ist hochwertigeres Leder, also kann ich nur empfehlen. Das Leder ist noch nicht mal stabiler oder so, ne? Sondern das Leder ist einfach halt von MS, das ist halt etwas weicheres. Also, ja, ich bin da kein Fan von. Was hast du für den denn bezahlt? 640. Bei Hermes musst du ja auch die Schnalle und das Band vom Leder getrennt kaufen, ne? Genau, ja. Genau, ist halt anders, ne? Krass, das wusste ich gar nicht. Danke, Maren, fürs Aufklären, ne? Ein Fashion-Boss. Hallo, du wirst Bescheid. Außer genau, bei Green Wonder damals, ja, das war gerade am Anfang. Das weiß aber keiner mehr und das ist schon vergessen. 40 Euro. Angenehm, diesen G-Klassen-Sound oder was auch immer das ist, im Hintergrund zu hören. Eine Rolex, genau, kriegst du noch. Schlichte Uhr, schlichte Rolex. Schick, elegant, kann man auch sagen. Genau, so Stahl ist halt auch so mein... Würde Mahan auch genauso tragen. Ein Ding, würde ich sagen. Was hast du für die bezahlt? 8,4. Ah, okay. Ein guter Preis, denke ich. Ja, ist ein guter Preis, ja. Vielleicht mittlerweile, ich weiß gar nicht. Ja, die Wertstabil ist auf jeden Fall. Die liegen sogar jetzt durch bei 9 bis 10. Ne? Jetzt schon mehr. Das liegt schon um 12. Okay. 12. Für die mit einem Oysterband weiß ich jetzt nicht, aber okay. Ich sag mal so bei. Also für die Uhr kriegt er auf jeden Fall ein 12er. Bei 10, 9 bis 10 bis auf. Nein, Mann, Alter. Auf jeden Fall dabei. 12, okay. Ich bin halt gut im Wert gestiegen jetzt. Genau, das ist auf jeden Fall eine schicke Uhr. So Datejust Stahl, wäre die vor 3 Jahren gekauft. Also das sollte im Übrigen die Datejust 2 sein, nicht die Datejust 41. Die Datejust 41 sieht ganz anders aus. Sollte diese Datejust in 41 mm sein, aber das eingestelltere Modell. Es ist ein bisschen brachialer und breiter auch. Das macht jetzt einmal großen Gewinn, muss man auch sagen. Du hast noch ein Hermes Armband. Genau, Hermes Armband noch. Das passend zum Gürtel, ja, ist nicht schlecht. Also halt für diesen Business-Style komplett. Okay. So, was bezahlen wir für das? Der MS Dawn. 550. Das ist schön. Krass. Passt für den Gürtel. So, eine Sonnenbrille noch. Genau, Tom Ford. Ja. 300 Euro. 300 Euro, so. Hast du noch irgendwas an, was du uns zeigen kannst? Das war's, denkt man, ne? Nö, sonst nicht. Ich hab noch eine Versace-Boxer-Shorts an. Nichts mehr. Sonst nichts. Hier der Endbetrag, also eine Sache.
Ganz schönes, ruhiges Outfit auf jeden Fall. Kann man nicht sagen. Zeit. Erstmal eine Maske dazu noch. Oh, zeig mal die Maske, das sehe ich ja erst gerade. Uff, das hätte er lieber nicht gesagt. Das war echt ein sympathischer Typ. Ne? Seriös angelehnt, aber diese Gucci-Maske, Bro, das war es jetzt wirklich komplett. Digga, das ist ja mal innovativ. Hast du die selbst gemacht? Nee, das ist aus dem Staubbeutel von meinen Schuhen. Die habe ich mir nähen lassen. Ja. Okay, krass, ne? Geil, ja. Geile Idee, Digga. Muss ich mal versuchen. Wow, das ist wirklich dieser Maximalflex. Ich ziehe hier diese... Der Maximalflex. Wäre auch lustig, oder? Wenn ich aus meinen Santoni-Dingern so ein Teil machen würde. Diese 50 Cent zahnarztmäßigen blauen Masken an, so auf sinnvoll angelehnt. Weil ich finde halt, das ist ein weirder Flex, wenn du dir irgendwie eine teure Maske kaufst. Gut, ich habe von meinem Kollegen diese Louis-Maske zugeschickt bekommen. Aber das ist mir fast schon so ein bisschen too much. Deswegen, ich hatte die, glaube ich, auch noch nie an. Ja, glaube ich. Bro, also eine Sache muss man sagen. Du trägst Louboutins, du trägst eine Rolex, du trägst ein Hermes. Du hast es einfach geschafft. Gürtel. Normalerweise Leute, die sowas so in Kombination tragen, haben das immer sehr schlecht kombiniert. Bei dir ist es auf jeden Fall eine gute Kombination. Ich hatte recht. Auf jeden Fall interessant, wie alt du bist. Ich bin 22. Alter, krank, wir haben so viel gemeinsam. Darf ich dich fragen, wie du das finanzieren kannst? Ja, also ich habe... Business, dies, das. Juicery, Gutscheine, kostenlose Geldtests. Ich zeige euch, wie ihr aus eurem Geld mehr machen könnt. Tradings mit Ewald machen wir, ja. Ich arbeite hier und da mal so nebenbei. Meine Eltern unterstützen mich. Sonst bin ich noch Student eigentlich. Okay, sympathische Antwort. Student, okay. Alles klar, ey. Danke, dass du mitgemacht hast. Gerne. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen, was in die Kamera sagen? Ja. Nö, ich grüße noch meine Freunde und meine Familie und sonst. Hey, was geht, Wes? Uff, also wirklich. Zehner, wenn die beiden nicht zusammen unterwegs waren. Yeah. Leon. Alter, habt ihr den Versace-Gürtel gesehen? Er arbeitet hier und da nebenbei, ja. Leon, du bist der Kollege von Fabio. Ja, die beiden Bros. Die beiden Bros waren in der City unterwegs, ein bisschen shoppen. Der Schätzboss. Fabio, okay. Ihr beide heute. Ich muss jetzt schon sagen, mir gefällt Fabios Outfit auf jeden Fall viel, viel besser. Ich weiß nicht, wer Fabio. Ich habe so ein leichtes Problem mit Namen. Ich kann mir nie Namen merken. Das tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ist er Fabio oder der andere ist Fabio? Oder. Rosa mag ich im Übrigen. Hau mal raus, Bro. Was ist dein Outfit wert? Fangen wir bei der. Boah, dieser. Also wirklich alles schön und gut, aber dieser Versace-Gürtel, das hätte echt. Der Versace-Gürtel reißt es raus. Der reißt es auch mit seiner Day-Date in Roségold zu dem silbernen Versace-Gürtel. Das muss sein. Schuhe sind Valentino. Er ist auch gut, weißt du? Seine Hose eigentlich schwarz? Ja, sie Stan Smith. Schwarzer Gürtel, weiße Schuhe. 50, 500. 450, und blaue, okay, blaue Hose, glaube ich. Blaue Chino, oder? Wichtige Frage immer. Ja, kann ich sehr empfehlen. Mit wem? Läuft sich lange. Läuft auch nicht sehr ein. Also ich trage den fast tagtäglich. Okay. Und ja. Deine Hose. Hose, Mango. 30 Euro oder so. Ich bin, also was mir wirklich, jetzt sage ich an jeden auch, was mir wirklich nicht so zusagt, ist, wenn jemand, sagen wir mal, einen schwarzen Gürtel anhat, blaue Hose, so schwarz und blau zu kombinieren, kann man wirklich in sehr seltenen Fällen machen, aber die Farbe schwarz ist ja in dem gesamten Outfit jetzt nicht untergebracht, ne? Rosa und schwarz harmoniert sehr, sehr gut, aber jetzt mit der blauen Hose ist wirklich nicht mein Ding. Dein Gürtel ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Versace! Der ist doch voll schlicht und understatement. Versace. 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 Den habe ich mir damals mal, keine Ahnung, nee. Doch, Justin. Also der Rest ist vollkommen okay. Justin braucht den auch. So ein bisschen auf gehobener angelehnt, aber dieses, das. Ganz cool. Ich wollte eigentlich auch so ein ähnliches Gürtel, aber ich dachte mal, keine Ahnung. So anders, ne? Ja. Okay, was hat man für das Ding bezahlt? Boah, das ist schon so lange her, weiß nicht. 200, 250, weiß nicht, wie viel die sind. 200 nur? Okay, was heißt nur? Ich weiß nicht, wie viel die kosten. Okay 500. Okay, schon ein bisschen schau mal nach. Aber wenn die 200 kosten, ist es auf jeden Fall... Aber es ist auch Wendegürtel, also mit... Okay. Und Wendegürtel, Leute, könnt ihr direkt die Finger von lassen, weil eine Seite werdet ihr immer mehr anziehen und dann bekommt der Gürtel so Abreibungen, Farbverfärbungen, das sieht furchtbar aus. Holt euch bitte keinen Wendegürtel. Kann man wenden. Ein Wendegürtel, wild. Aber das ist das richtige Versace, ne? Ja, ja. Okay. Oh, Dated Green Dial, oder was? Versace, so viele Nebenmarken. Kultur Versace, der bei, was bei Karstadt verkauft wird. Das ist normale Versace. Komm mit zum Schmuckstück, deine Uhr. Ja, die ist von... Ich weiß es nicht. Jetzt. Ich gucke auf den Chat, verdammt nochmal. 200 so im Dreh ist auch schon länger her. Okay. Also, no joke,
der sieht so aus, als würde er safe so in 10 Jahren so eine Anwaltslaufbahn einschlagen. Das würde halt for real zu ihm passen. Ach, hier, sein Kollege auch hier hinten. Ach, stimmt, sein Kollege da hinten. Ja. Da sind wir mal ein bisschen am Shoppen. Okay. Ja, komm mit zum Schmuckstück, deine Uhr. Ja, die ist... Wie kann man bitte so ein Format mitmachen und dann so eine Uhr dazu anziehen? Kann mir mal bitte einer sagen? Ich meine, was muss man sich dabei denken? Wenn ich da hingehe, also erstens, entweder würde ich die halt ausziehen, aber das ganze Internet guckt sich dieses Bild an, okay? Dieses Bild. So, in einer Sekunde sehe ich, dass alles auf jeden Fall richtig, richtig schwierig aussieht. Also, naja. Ich weiß es nicht. Justin! Also in den Kommentaren habe ich oft gelesen, die Dad mit dem grünen Blatt wurde am Strand gekauft. Der Typ im rosa Polo hat eine Fake-Uhr an. Schade, armes Deutschland, da merkt man Übergang vom Band zur griffelnden Lünette. Also erstmal, die Lünette hier von den Proportionen ist akzeptabel, okay? Dieser Part hier, das ist viel zu dick, viel zu fett, das hier ist viel zu riesig. Der Grünton sieht komplett anders aus und das Datumsfenster hier ist sehr, 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 sehr unsauber. Also, das sieht einfach komplett anders aus. Ja, stimmt. Hier, der Part ist viel zu dick, oder? Ich mache mal echt auf. Ja, okay. Ja, okay, dieses Design ist, also tut mir sehr leid, aber sein ist halt eindeutig fake. Achtet auf dieses Glied hier, von diesem Strich bis hier oben hin. Das ist ein ganz, ganz feines, dünnes Glied. No sexual. Und bei ihm ist das halt wirklich ein komplettes... Ein richtiger dickes. Ballermann. Das kriegen die Fake-Uhren halt leider nie so hin wie beim... Also was heißt... Ja, gibt's schon. Ich habe übrigens eine gefälschte Uhr, werde ich die Tage mal besprechen. Da ist mir wirklich was krass passiert, ja. Ich bin gespannt, ob er es auflöst oder ob er sagt, dass die real ist. Hey, genau, der soll es auflösen. Das wäre noch auf jeden Fall gut. Ja, komm mit zum Schmuckstück, deine Uhr. Ja, die ist von meinem Vater. Day-Date. Ist es Roségold oder ist es normales Vollgold? Roségold. Roségold, das kann man gar nicht so gut sehen in diesem Licht. Er sagt noch, soll das, glaube ich, sein. Sieht auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schick aus. Ja. Eine wirklich richtig... Aber ja, die Uhr ist auch schön. Also vielleicht weiß er es auch nicht und sein Vater hat einfach eine gefälschte. Nein, das sagt doch jeder. Aber, also seine ist halt leider nicht echt. Kann auch sein, dass er gerade nicht fake flex, sondern denkt, die wäre echt. Schwer zu kombinieren wegen dem Rosé, ne? Ja, wegen dem Versace-Gürtel auch. Wegen des Versace-Gürtels. Weil ich auch viel Silber immer hab, hier die Nieten auch. Ja, klar. Ist immer schwer zu kombinieren. Klar, wenn man jetzt extrem drauf achtet, ist es wirklich schwer zu kombinieren. Aber das ist wirklich eine sehr schöne Uhr. So. Ja, ich hätte jetzt eher gesagt, statt 30.000, weil die Originale, die kostet über 30 mittlerweile. Genau, die Originale liegt aktuell bei 35. Aber ist nicht schlimm. Eher gesagt, das Outfit ist dann so 2.000, 3.000 maximal wert. Auf Front. Aber du hast recht, Roségold und grünes Ziffernblatt ist nicht das Einfachste. Ja. Ja. Dann auch Maske und Staubbeutel von Valentino. Dann seid ihr beide echt. Die beiden Partnerkombinationsbosse, Partnerlooksbosse. Also, was das angeht, Digga. Wir dachten, Menschen muss ganz im Outfit passen, als statt so. Ey, das versuche ich auch. Arztmaske, ich mach das auch. Oder sowas. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr einen Staubbeutel übrig habt oder so, einfach zum Näher bringen oder selber machen. Ey, ich schwör's euch, ich probiere das auch aus, Leute, ihr wisst Bescheid. Es muss ja nur gut aussehen, ne? Genau, genau. Ja. So, meine Frage an dich wäre, deine Uhr ist ja auf jeden Fall teurer. Wie ist das Gefühl, mit so einer teuren Uhr rumzulaufen? Oh. Er hätte eher fragen sollen, wie ist Scheiße, das Gefühl? Scheiße, aber das hat Mann, muss ich sagen, gut gemacht. Vielleicht der wusste das schon und so. Mit einer gefälschten Uhr rumzulaufen? No front. Ja. Also man passt schon drauf auf, also ich passe... Ich weiß nicht, ob er es weiß oder ob er halt wirklich einfach nur verarscht wurde. Allgemein auf meine Gegenstände sehr gut auf, pflege sie genauso wie Fabio. Okay. Also ich pflege meine Gegenstände genauso wie ich Fabio pflege. Wir gehen mit unseren Gegenständen allgemein, also auch mit unseren Klamotten ziemlich gut und machen die jeden Abend, wenn wir die irgendwie oder wenn wir uns... Wohnen die zusammen oder woher wissen die von ihrer Abendroutine? Wieder normal anziehen, sauber. Außer jetzt so Polisches oder sowas halt. Ja was, klar, das Schuhe und alles mögliche. Ja, ja. So, finde ich auf jeden Fall cool, dass ihr das macht. Grüß meine Leute aus Wunsdorf und meine Freunde, meine Familie. Ey, liebe Grüße an alle Leute aus Wunsdorf, euch auch nochmal kurz. Genau, Leute. Grüße gehen raus, Digga. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Outfit... Ja, also welches Outfit mir am besten gefallen hat, da muss ich doch tatsächlich sagen, das erste.
Das war am Dezember. Finde ich irgendwie sehr, 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 sehr cool. Also finde ich bei der Uhr und so hat Mahan auf jeden Fall Safers gut gehandelt. So. Fand ich, ja, hätte ich auch so gemacht. So. Wie ist das so mit so einer Uhr rumzulaufen und so? War ganz cool gefragt, ja.